So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Wir haben in der letzten Folge die Erinnerung an die Liebe zu Anna, also für Kristoff, wieder aufleben lassen, haben die ganzen Sachen der guten Elsa gegeben. Sie hat daraus einen Eisblock gemacht. Wir mussten den Eisblock zerschlagen, um eine Erinnerung hervorzurufen. Und das war der Grund, warum Kristoff sich wieder an die Liebe zu Anna erinnern kann. Und wir werden in der heutigen Folge mit der guten Mirabelle sprechen, denn die gute Frau hat auch wieder eine Aufgabe für uns. Puffin, tut mir leid, wenn ich dich störe, aber ich glaube, das Vergessen hat meine Erinnerung geraubt. Eine wichtige, und ich könnte etwas Hilfe gebrauchen, um sie wiederzufinden. Oh nein, was war es? Es ist ein Rezept. Ich habe mir gedacht, da wir wieder im Dorf sind und immer mehr Leute ins Tal zurückkehren, sollten wir das feiern. Ich habe das perfekte Gericht dafür. Buñuelos. Nur leider kann ich mich nicht an das Rezept erinnern, das ich Remy geben soll. Ich kann mich kaum daran erinnern, wie sie überhaupt schmecken. Egal, wie sehr ich mich konzentriere, mein Kopf ist nur leerer, wo das Rezept sein sollte. Als wäre es irgendwie gelöscht oder gestohlen worden. Es ist das Rezept meiner Mama. Es zu verlieren, ist wie ein Teil von mir zu verlieren. Ich bin mir sicher, dass wir zusammen finden können. Oh, ich bin so froh, dass du mir hilfst. Ich habe eine Idee, wo wir anfangen können. Irgendwie bewahrte die Magie von Minika sie ja die ganze Zeit über einen frischen Teller davon im Schrank auf. Vielleicht könnten wir einen Geschmackstest durchführen. Mal sehen, ob wir herausfinden können, welche Zutaten darin enthalten sind. Allerdings bin ich bei Weitem nicht so eine gute Köchin wie Mama. Sie ist eine wahre Künstlerin. Ganz zu schweigen davon, dass ihre Mahlzeiten dich heilen können. Buchstäblich. Gib mir den Teller, ich werde Remy fragen. Er ist hier der wahre Experte für Essen. Da komme ich schon angerannt. Tolle Idee, bitteschön. Wir müssen uns bald wieder unterhalten. Ich finde es mal so lustig, wie er irgendwie so winkt oder irgendwas anbetet. Was ist das? Ein Teller voller Buñuelos? Danke, Puffin. Die sehen ja toll aus. Hast du sie zubereitet? Nein, Mirabelle hat sie mir gegeben. Mirabelle ist zurück. Das ist großartig. Magnifik. Sie versucht wirklich wie ein gutes Essen. Sie versteht wirklich, wie ein gutes Essen Menschen zusammenbringen kann. Allerdings habe ich eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass sie mit der Aussage, die Kochkunst ihrer Mutter könnte Menschenheim wirklich heilen, meinte. Mirabelle hat mir immer dabei geholfen, diese tollen Partys zu organisieren. Sie bastelte immer Geschenke für alle Gäste. Ich hoffe, wir machen das wieder. Das ist es ja gerade. Das Vergessen der Mirabelle ist die Erinnerung an das Rezept für Buñuelos. Du sollst es probieren, vielleicht findest du die Zutaten heraus. Wir verlassen uns voll und ganz auf dich. Keine Sorge, ich mache alles, um Mirabelle zu helfen. Okay, lass mich sie probieren. Nicht mehr frisch, aber immer noch gut. Was die Zutaten betrifft, wird für Krapfen fast immer das gleiche verwendet. Wahrscheinlich Kartoffeln und Fett. Weizen, Wetterstmehl, Milch und Eier. Sonst noch etwas? Oh, das war ich. Oh, es gibt definitiv eine vierte Zutat, aber du sollst sie selber herausfinden. Du bist ein talentierter Sous-Chef, aber du musst deinen Gaumen ständig schulen. Ich gebe dir einen Tipp. Es ist etwas Salziges. Aber es ist kein Fleisch, Fisch oder Gemüse. Kann es ja nur ein Gewürz sein. Es ist eng mit einer anderen Grundzutat des Rezepts verwandt. Ich bin mir sicher, dass du es in den Regalen meines Restaurants finden kannst. Also ich brauche Weizenmilch, Eier und eine geheimnisvolle vierte Zutat. Hoffentlich sehen wir uns bald. Ich hoffe nie. So, warte mal. Warte mal. Jetzt hab ich's. Ach, Streamline-Pflicht muss ich auch noch abschließen. Woche fange 3 Fische, ernte 3 Gewürze. Warte mal. Fange mal ganz schön die Fische. Müsste, glaube ich, eine Prasse sein. Ach, Regenbogenforelle. Das meint die. Ach, jetzt fällt mir es wie Schuppen vor den Augen. Wortwörtlich Regenbogenforelle. Wo gibt's denn die? Friedliche Wiese. Okay, und in weiter Tapferkeit. Jetzt Regenbogenforelle. Ich bin ja auch dämlich. Ich bin richtig duselig. Ist es das? Ist es das, was ich mir gedacht habe? Ja. Wie viel muss ich davon? 10. Okay, das geht ja mal noch. Ich dachte mir schon, okay, was kann denn das nur sein? Aber ja.
Zeit, die heutige Speisekarte vorzubereiten. Ja, dann sollst du dich vielleicht mal dorthin begeben. So. Wieder ein Gericht oder besser zu. Das kriegen wir auch noch hin. Mensch, ich habe einen Lauf. Oh nee, was will die Anna von mir? Warum kriege ich denn von allen immer neue Aufgaben? Mann. Ich bin nur froh, wenn ich die immer so abgeschlossen habe. Da kommen immer neue um die Ecke. Also wenn ich hier mal Burnout habe, dann wisst ihr warum. Ich komme hier nicht zur Ruhe. Oh, beim Pirat. Wo hängst denn du fest, Mausi? Achso, das habe ich die Lampe angemacht. Egal. Kommst du? Nee, der hängt fest. Okay, dann halt nicht. Okay, haben wir denn... Ja, wir haben hier noch... Platz. Milchweizen haben wir. Eine andere salzige Zutat. Meint der Erdnüsse vielleicht? Ach so, Moment. Ach so, ich brauche Milch. So, es war Milch. Weizen. Und Erdnüsse vielleicht? Das ist ja auch salzig. Also sie können salzig sein. Ich hab Waffeln. Ah, der meinte doch... Käse ist doch nicht salzig, oder? Ja. Woo. Ja. Versuchen Sie einfach mal. Ich glaube, achso, ich hatte ja noch Käse. Ich glaube zwar jetzt nicht fest da dran. Doch! Hä? Käse? Okay. Krass. Chilischoten. Warte mal. So, liebe Elsa. Aha. Ach, guck mal, wie sie mich hier mit ihrem Seitenblick gerade betrachtet hat. Sieht auch so mega schön aus. Soll ich kurz gucken? Ja, aber eine Schicht. Okay. War mal eine einfache Schicht. So, jetzt muss ich zur Mirabeau. Ne, Mirabelle. Mirabelle. Ist hier. Okay. Wir müssen auch rote Pflanzen. Warte mal. Wie war das? Rote Pflanzen. Auf der friedlichen Wiese wachsen. Oh, Mirabelle, wenn man vom Teufel spricht. Aha. Die sehen toll aus, fast so gut wie die von meiner Mama. Aber es gibt nur einen Weg, um sicher zu gehen. Wir müssen sie probieren. Ja. Deliatius, tut mir leid, ich konnte dich widerstehen. Ich habe fast den ganzen Teller leer gegessen. Solche Leute sind unsympathisch. Du musst das Rezept gefunden haben. Seitdem ich sie probiert habe, kehrt meine Erinnerung an sie zurück. Eigentlich war es ziemlich einfach. Nur Weizen, Milch, Eier und Käse. Tausend Dank, ich hätte es nie ohne dich herausfinden können.
Um ehrlich zu sein, hat Remy mir geholfen. Okay, aber du hast sie selbst gemacht. Weißt du, was wir machen sollten? Mehr Bunelos. Die werden die Dorfbewohner verteilen können. Wie zum Beispiel für Mickey, Herr Duck und Goofy. Sie bleiben während des Vergessens zurück. Sie könnten sich ein paar gute, wohlige, hausgemachte Bunelos gebrauchen. Ich werde jedem einen Teller bringen. Adios. Cuídate. Gucken jetzt einmal kurz die Roten. Oh, warte mal, wir nehmen mal gleich die Ursula mit, weil die schwimmt nämlich gerade hier entlang. Da wir uns gerade anfreunden, erzähle ich dir ein kleines Geheimnis. Aber bevor ich das tue, hilfst du mir noch bei einer letzten Sache, ja? Sicher, erzähl weiter. Nun, ich suche nach einem sehr mächtigen Gegenstand. Als mein kleines Experiment mit dem Tal die Macht zu entziehen fehlschlug, erfuhr ich, dass im vergessenen Land eine dunkelmächtige Macht lauert. Ich habe es satt, etwas umsonst für dich zu machen. Jetzt sprichst du meine Sprache, Schätzchen. Ich habe genau, was du brauchst. Was ist es? Erzähl mir nicht, du würdest nicht alles tun, um Prinz Erik zu retten. Was? Das kleine Prinzchen hat mich angefleht, die Erinnerung seiner geliebten Ariel zu retten, als es vergessen kam. Natürlich tat ich dies. Für einen Preis. Ich habe Ariel aus dem Tal geschickt, damit Vergessen ihr nichts anhaben kann. Jetzt ist er zur Gast in meinem kleinen Garten. Eine arme Seele in Not. Guck mal, schau dir mal das Gesicht an. Och, ich liebe sie. Ariel wird nie erfahren, was mit ihm passiert ist. Ah, ist das nicht ein Spaß? Erik, das sind doch alte Kamellen für mich. Lass uns weitermachen. Sei nicht unhöflich, Schätzchen. Du willst doch nicht, dass ich dich in Laune bekomme. Vielleicht ist es aber auch an der Zeit, weiterzuziehen. Neues Dorf, neue Aussichten. Natürlich wäre ich bereit, ihn für das, was ich will, einzutauschen. Die Leute wären von mir beeindruckt. Genau, du wirst für alle eine Heldin sein. Also ich brauche Folgendes. Geh ins Vergessenland und zieh dich um. Dort gibt es Ruinen, die mit dieser Quelle der Macht verbunden sind. Bring mir, was auch immer du findest. Okay. Ja. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall, warte mal. Zwei Käse. Zweimal Eier, zweimal Milch. Und zweimal Käse. Okay. Warum hängt denn mein Pirat immer? So, also nochmal zweimal Käse, dann dreimal Milch und dreimal Eier. Oh. Da haben wir jetzt die drei. So, Mickey, für dich einmal die Bunelos. Junge, Junge, Bunelos, danke, Puffin. Sie sind von Mirabelle und mir zum Dank, dass im Tal geblieben ist, egal was passierte. Mensch, ist aber nett. Vielleicht sollte ich einen Kuchen backen, um Mirabelle wieder kommen zu heißen. Vor dem Vergessen haben Mini und ich viele Wanderungen und Picknicks auf der frischen Wiese mit Mirabelle gemacht und wir haben stundenlang geredet. Das war ein Riesenspaß. Nochmal vielen Dank für die Bunelos, Puffin. Ja. Null Problemo. Dagobert, genau, das bei sich in seinem Palast. Und der Goofy ist bestimmt irgendwo angeln. Hast du eine Minute Zeit? Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Ein Geschmack von Heimat. Ich muss auch noch die ganzen Sachen dekorieren. Du lieber Himmel, Buenos, seit dem Vergessen habe ich sie nicht mehr gesehen. Die sind von dem feinen jungen Mädchen Mirabelle, oder? Immer so fürsorglich und freundlich, die Kleine. Eine Bereicherung für das Dorf. Schön, dass du glücklich bist. Nun, danke, dass du sie mir gebracht hast, Puffin. Ich werde Mirabelle später persönlich danken. Auf Wiedersehen und bis bald. Tschüss. So, Goofy ist da unten. Er rennt wieder irgendwo anders hin. Und winkt dem Kaninchen zu. Oh, Bunelos, wie ich die liebe. Ich bin so froh, dass Mirabelle wieder da ist. Genauso wie all das leckere Essen, bei dessen Zubereitung Remy ihr gewöhnlich half. Ich habe früher für die beiden Fische gefangen und dann haben sie große Dinnerpartys für das ganze Dorf organisiert. Ich hoffe, sie geben ganz bald wieder ein Party. Danke, Puffin. Meine Oh.
Mickey, Goofy und Hunter kommen alle zu mir, um mir zu sagen, dass sie die Buenos lieben. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast, das Rezept wiederzufinden und dass du sie so gut gemacht hast. Ich finde es toll, dass sie jetzt auf der Speisekarte von Jeremy stehen, sodass ich sie mit allen teilen kann. Weißt du, bei dir fühlt sich das Tal wirklich wie ein Zuhause an. Ich kann es kaum erwarten, was unser nächstes Abenteuer ist. Bitte. So, und wir hängen es einfach mal ab. Damit ich dich auch nochmal hochbringen kann, Mirabelle. Hast du keine Ahnung? Oder ich doch mit B? Weiß ich ja. Ich glaube, jetzt bestimmt. Ja, kann mehr sammeln. Ich finde es aber cool, wie die einfach, wenn man sich für den Charakter entschieden hat, wie einfach die Musik sich dann auch dementsprechend anpasst. So. Oh, guck mal, das Mietzekätzchen. Noch Scar. Ach, wieder eine Regenbogenforelle. Müssen wir noch bald 10 von denen mal beisammen haben. Ich weiß halt nicht, wegen den Aliens, ob wir da wirklich auch jedes einzelne Haus suchen müssen. Also durchsuchen müssen. Um die zu finden. Weil eigentlich sind die ja relativ leicht zu sehen. Ist nicht vielleicht hier mit drin? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber naja. So, dann den Garten vom guten Wally für 10.000. Hey. Komm, was soll der Geiz? Und natürlich können wir das noch weitermachen. Ach, ich freue mich. Wunderschön. Aber man muss doch bestimmt fast eine Million ausgeben. Also gefühlt oder vielleicht eine halbe Million, um die ganzen Sachen hier auf Vordermann zu bringen. So, wir müssen noch langsam mal... Nein, eine Regenbogenforelle fehlt uns noch. So, ich nehme mal den Fisch weg, Miggi. Wer zuerst kommt, angelt zuletzt. Wer zuerst kommt, angelt zuerst. Nee, zuletzt. Nee, wie heißt das? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Dann kriegen wir nur 10 Verbundenheit mit deinem Begleiter. Also muss ich jetzt Tiere füttern? So, dann verkaufen wir jetzt mal die Regenbogenforellen. Na, wie geht's? Mir geht's subidubi. So, dann haben wir wieder 5.000 dazu bekommen. Oho. So, wir müssen ja auch noch rein theoretisch diese Felsenflecke abbauen. Können dann auch mal zum vergessenen Land gehen, um zu gucken, was denn die gute Ursula genau von uns möchte. Weil ich glaube, ich weiß, wohin wir gehen müssen. Weil da gab es ja, ich glaube, 3, 4 Podeste. Und das müsste sie rein theoretisch meinen. Müssen wir mal kurz gucken. Wir müssen in die Richtung müssen wir. Ja, genau. Das war nämlich den Kristall. Oh. Ursula! War das gut, dass wir diesen Kristall einfach weggenommen haben? Ich denke nicht.
Schöne Diamanten. So, das könnten wir doch rein theoretisch. Genau. Sachen hier ernten. Mirabelle? Wo sind die? Mirabelle? Oh Mann! Das ist ja doof. Wolltest gerade alles. Also. Mann. Damit die halt hier höher kommt. Das ist ja doof. Ja, richtig doof. Hier! Ach so! Warum hat sie nicht mit teleportiert? Aber. Ja. Oh nee. Ach so. Rein! Stopp! Okay. Ach ja, stimmt, es war ja Gartenarbeit. Ich bin ja auch komplett bescheuert. Wir müssen zu Ursula. Wo ist denn die gute Ursi? Ach, da unten. Die ärgert bestimmt jetzt gleich wieder Ariel. Fischlein, du bist es, hast etwas in den Ruinen gefunden. Ein dunkler Kristall auf einem Sockel. Ja. Fabelhaft, Machtmagie, es ist genau das, was ich wollte. Es gab 4 Sockel in Ruinen und als ich dies aufhob, begannen sie alle zu leuchten. 4 Sockel in Ruinen, sagst du? Dann müssen die anderen Kristalle nach dem vergessenen Dorf verstreut worden sein. Der Schimmer auf dem Sockel ist wahrscheinlich die Ruine, die nach den anderen Kristallen ruft. Schau dich im Dorf um, Puffin. Bringe diese Kristalle zu ihren Sockeln und sieh, was passiert. Oh, nimm das hier mit. Du wirst es brauchen. Danke sehr. Ja, kein Problem. Dann die Frage, wo finde ich denn die jetzt? Sind die hier irgendwo oder sind die hier irgendwo nie? Muss ich die angeln? Oder nicht? Ich habe doch keine Ahnung. Ich kenne mich doch hier nie aus. Oh, Mirabelle, das kann noch ein bisschen schneller gehen, ne? So, dann würde ich aber sagen... dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden. Welche Aufgaben? Achso, Teamlight. Ach nee, Gartenarbeit. 500, yay! In der Wurzel haben wir noch einige Beeindruckungen. Ein Zauberer mit etwas, das er liebt. Ja, das haben wir ja schon mehr oder weniger gemacht. Verbunden mit deinem Begleiter. Achso, ich muss einfach nur streicheln. Genau, und dann noch ein paar Felsen. Das sind wir fast bei der Hälfte. Komm, dann holen wir uns das. Und dann das hier, das gespenstische Gemälde. Und dann, ja, nehmen wir noch für 35 das mit. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde natürlich in der, also, wir werden natürlich einmal die Kristalle suchen und natürlich die Aliens. Und dann würde ich einfach sagen, wir haben eine neue Aufgabe von der Anna. Dann machen wir die dann erst einmal und wir geben uns... zur Anna Popena, die, ja, keine Ahnung, wo ist denn jetzt die Anna schon wieder hin? Ach, die ist dort, ja. Wir werden mit ihr beim Pläuschen halten und fragen, was wir für sie tun können. Und ich hoffe, ihr werdet in der nächsten Folge mit dabei sein und dass die heutige Folge euch gefallen hat.